Jo, herzlich willkommen zurück. Beim letzten Mal haben wir ja mit Cobra diesen Transporter zerstört und ich habe gerade meinen Spielstand natürlich geladen und jetzt wollen wir mal sehen hier, wie es weitergeht. Ja, schauen wir noch, was die Videosequenzen machen. Im Moment anscheinend nichts. Hier gibt es wahrscheinlich dasselbe wie immer, bis auf irgendwann mal. Hallo, mon ami. Ja, komm, kleines, kennen wir schon. Was sagt denn die Abschlussliste eigentlich? Ja, da haben wir noch zu tun, ne? Aber ist das auch nicht so wichtig. Ich denke mal, es geht direkt in die nächste Mission, was natürlich cool ist. Ja. Bereit für die Besprechung? Ja, Sir. Sie werden ein konföderierten Frachtschiff, das medizinisches Versorgungsgut geladen hat, zu diesem Jump Point begleiten. Denn bedauerlicherweise ist der Transport publik geworden. Sie werden sicher unter Beschuss der Kilorathi kommen. Okay. Viel Glück, Colonel. Wieder Verteidigungsmission. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Flint kann ich nicht fliegen. Okay. Ja, ich weiß, was los ist. Cobra? Glaube ich. Ich muss mal, weil ich das Betriebssystem gewechselt habe, glaube ich, meine Spielstände kopieren. Aber das haben wir gleich. So, da sind wir wieder. Ja, und zwar irgendwie. Merkwürdigkeiten hier. Naja. Genau, da müsste die Excalibur stehen, weil Flash kam ja, ne? Oder nicht? Ich guck nochmal, weil das bringt mich jetzt ein bisschen durcheinander. Ja, so kann man da sich ganz schnell, ne? Cloud hat also auch mal seine Nachteile, anscheinend bei GOG. So, wie auch immer. Jetzt haben wir diesen Typen ja empfangen gehabt hier. Und jetzt geht es hier weiter mit Videosequenzen, wie zu erwarten war eigentlich. Man sollte den Kerl erschießen, wenn du mich fragst. Oder wenigstens beim nächsten Flug an meinen Düsen befestigen. Maniac, deine Lösungsvorschläge sind wie immer konfus. Wie du ja weißt, ergreife ich jede Gelegenheit zu fliegen. Ich bin verrückt danach. Irgendwann werden die meine Leiche aus dem Cockpit kratzen müssen. Ach, hör auf damit. Du weißt doch, dass Eigenlob nur stinkt. Unser Colonel wird ihn schon zur Raison bringen. Ach was, unser Colonel hat weniger Mut als An eine... An ihrer Stelle würde ich diesen Satz nicht beenden. Major. Wir haben nur ein paar Spekulationen über den neuen Kampfpiloten angestellt, Sir. Aha. Sie haben recht. Immer schön nach Vorschrift. Sie haben recht. Wir werden bald herausgefunden haben, wie viel dieser Angeber Flash wirklich taugt. Das garantiere ich Ihnen. Du findest das wohl lustig. Tja. Wenn Sie mir nur nicht immer diese Schlaumeier von der Akademie schicken würden. Jugend und Weisheit sind zwei Dinge, die sich widersprechen, Captain. Es ist immer noch Ihr Schiff, Captain. Sein direkter Vorgesetzter ist Admiral Tolvin. Colonel, wir werden angegriffen. Flugzeuge startklar machen. Ah, klasse. Achtung, höchste Alarmstufe. Alle Flieger sofort startklar machen. Alle Flieger sofort startklar machen. Das ist keine Übung. Dö, 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 dö. Oh, und dann? Sie können jetzt starten. Jetzt geht's rund. Einer muss mir helfen. Das kann man gar nicht verändern, ne? Dass der hochgeht. Anscheinend.
Aber gut. Machst du nichts? Heute bin ich gut drauf. Diese Packtern, die müssen wieder unbedingt weg. Ich bin gespannt, ob ich das auch auf diesem Schwierigkeitsgrad, der hoffentlich noch drin ist, ja, auch so gut hinkriege alles. Diese kleinen Missgeschicke lasse ich dann irgendwie drin. Ich mache dann Überlänge einfach. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Einfach um auch zu zeigen, dass halt nicht immer alles glatt läuft. So als YouTuber. Das ist halt so. Ah. Oh, noch mehr von diesen. Ja, in der Tat. Pack-Pack-Pack-Tarn, wie auch immer. Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Verarbeiten wir dich zu Katzenstreu. Noch so ein Teil hier. Okay. Oh scheiße, da müssen wir jetzt aber hin hier. Der kommt uns gefährlich nahe hier. An die Victory. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Wobei Mitchell ist noch da, ne? Den jagen die sonst hoch. Wenn man da nicht schnell genug ist. Hatte ich so in Erinnerung. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Drathy, packt dann. Leck mich doch am Arsch. Das ist doch scheiße. Da gehen die schon drauf. Macht also keinen Sinn. Da muss ich hin. Wie sieht's aus? Nicht einmal ein Kratzer. Ja, da ist er doch. Das ist ein Bug jetzt war? Keine Ahnung. Heute bin ich gut drauf. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Ah, scheiße. So wird das nix. Ich habe Schande über mein Volk gebracht. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Immer schön draufhalten. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Sieht aus, als wäre es hier doch nicht so friedlich, wie die Konföderierten sagen. Mann, die lügen vielleicht. Sie können jetzt landen. Ach übrigens, Colonel, angeblich haben wir die beste Kampfmaschine der ganzen Galaxie an Bord. Doch die setzt nur Staub an, Sir. Unser Superheld Flash drückt sich vor den Nahkämpfen, wo er nur kann. Ja, klasse. So eine Pfeife. Gut, gut, gut. Speichern wir das mal eben.
gibt's ja erstmal wieder eine coole Videosequenz hier. Was tun Sie hier zum Teufel? Ich versuche etwas zu schlafen, Sir. Heißt das, dass Sie den Alarm nicht gehört haben? Doch, davon wurde ich kurz wach. Verflucht nochmal, wir sind angegriffen worden, Flash! Ich bin viel zu viel wert, um in diesen Gefechten verheizt zu werden. Aber viele Piloten sind jetzt tot, Sie Schwein, Sie Mieses! Wir sind im Krieg, da müssen viele sterben. Sie haben das nie gesehen, habe ich recht? Was gesehen? Na, gesehen, wie Piloten, Menschen, die Sie gekannt haben, in Ihrem Cockpit verbrannt sind. Ich leiste meinen Beitrag für die Konföderierten. Ich glaube nicht, dass ich jemanden kenne, der so viel Angst hat wie Sie. Glauben Sie, was Sie wollen. Ich habe meine Befehle. Ja. Dank dieser Ausrede können Sie sich vor den Einsätzen drücken, Sie Feigling. Fällt mir noch, dass ich Ihnen gerade irgendwie vor die Füße spuckt oder so, ne? Na ja. Jetzt wird's interessant, glaube ich. Diese Excalibur ist ein tolles Schiff. Bitte. Aber wie ich mir schon dachte, der Pilot ist ein pedantischer Idiot. Lässt er Sie das Schiff nicht anfassen? Ich kann mit diesen Händen jeden Motor dazu bringen, dass er besser funktioniert. Natürlich, etwas Pflege schadet nie. Mag sein, dass er mich jetzt nicht braucht, aber irgendwann muss er bestimmt eine alte Schrottmühle fliegen. Und dann werden wir ja sehen, wie er angekrochen kommt. Würden Sie gern einen Ausflug mit der Excalibur machen? Wenn Sie zum richtigen Zeitpunkt vorbeikommen, könnt ihr rein zufällig der Zündschlüssel stecken. Junge, yeah. Das Schiff würde ich gern fliegen. Los, kein Junge. Ja, natürlich wollen wir die Excalibur fliegen. Ich habe schon lange keine heimlichen Spritztouren mehr gemacht. Na, dann wird es ja wieder Zeit. Warum soll ich es mal nötig schwer machen in der nächsten Mission, wenn ich gleich das Ding schon fliegen kann, ne? Macht ja Sinn, oder? Speichern wir das. Zap, zap. Ja, und eine Mission, denke ich, schaffen wir noch. Wir müssen eine schnelle Entscheidung treffen. Wir werden momentan nicht attackiert, weil die Kilorathi Wichtigeres zu tun haben. Sie haben Tamayo 2 im Visier. Ihre Transporte sind bereits dorthin unterwegs. Wenn Sie und Ihr Geschwader durch die Abschirmung kommen, haben wir eine Chance, die Transportschiffe zu zerstören. Wir brauchen dazu eine Menge Feuerkraft, und zwar schnell. Brausen Sie mit allen los. Ich will unsere Flugdecks leer sehen. Bin schon unterwegs, Sir. Na dann. Hören Sie. Ab geht die Post, würde ich sagen. Wie? Keine Flügelmann-Auswahl? Na gut. Sie werden nie erraten, was startklar und vollgetankt ist. Yeah. Jetzt geht hier richtig der Punk ab. Wie schnell ist denn das Ding? 500? Ja, halber Speed tut's auch unterwegs. Yeah. Löten und angreifen! Greife jetzt Feind an! Oh, dann machen wir es mal fertig, würde ich sagen. Bam! Immer schön drauf. Immer schön draufhalten. Na, der Prototyp hat nicht so viel Saft auf den Wogen wahrscheinlich, was? Bumm. Jetzt kann ich meine Abschussliste aufbessern mit dem Apparat hier. Aber so richtig. Ich
Boom, Baby. Oh, ist auch gut. Dass alles so gut läuft hier. Ihr erbärmlichen Nachkommen von Affen. Ja, komm. Verarbeiten wir dich zu Katzenstreu. Immer schön am Arsch kleben bleiben bei diesem Ding. Bumm, bumm, bumm. Sofort an meiner Flanke formieren. Jawohl, Kralle. Na komm. Bumm. Wird hier aufgeräumt, aber so richtig. Oh, ich hab schon ein bisschen was auf den Deckel gekriegt anscheinend, ja. So, machen wir das jetzt hier. Schick einfach mal ein paar Raketen raus, würde ich sagen. Komm, geh hoch. Einsatzziele erreicht. Mal schön Explosion hier. Rückkehr zur Basis. Ich zieh mich zurück. Bumm. Brauchst du nicht, Hops. Ist alles cool. Und ab nach Hause. Fette Action, ja? Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Huhu! Jetzt wissen wir endlich, was die Kiste wirklich drauf hat. Sie können jetzt landen, Colonel. Jetzt wird's lustig. Das war eine Unverschämtheit, Colonel. Irgendjemand musste ja etwas unternehmen, Major Dillon. Jemand in Ihrem Alter kann mit seinem hochmodernen Prototyp nicht mehr umgehen. Wo haben Sie diesen Schwachsinn gelernt? Bringt man euch Grünschnäbeln auf der Akademie nicht mehr das Fliegen bei? Das brauche ich mir nicht von Ihnen gefallen zu lassen. Ich werde Ihnen eine Lektion erteilen. Treffen wir uns um 9 am Simulator, dann sehen wir, wer besser fliegen kann. Das Schwein ist es nicht wert. Ich meine, fertig. Dem Schwein eine Lektion zu erteilen. Aber wenn Sie verlieren, reichen Sie einen Antrag ein, dass Sie als Kampfpilot eingesetzt werden wollen. Auf der Victor. Gut, wenn Ihnen dann etwas wohler ist. Ich würde gern haben, dass Sie meine Schuhe putzen, wenn ich siege, aber mir sind die Schuhe zu schade. Mhm. Das werden wir gleich sehen. Ich speichere jetzt erstmal. Ich weiß, dass Sie beide juckt, aufeinander aufzugehen. Sir, ich kann doch nicht immer wieder... Normalerweise halte ich überhaupt nichts von solchen blödsinnigen Macho-Spielereien, Colonel. Und was die Teammoral angeht, riskieren Sie viel. Wenn Sie verlieren, werden Sie bei den Leuten hier nicht mehr sehr beliebt sein. Deshalb gebe ich Ihnen einen guten Rat. Zeigen Sie diesem Wicht, wo seine Grenzen sind. Hm? In Ordnung, Sir. Muss er sich zusammenreißen? Okay, dann ja, wollen wir komm. Mal. Ich werde die Sache so schnell wie möglich hinter uns bringen.
Du wirst jetzt gejagt, du Pfeife. Raketen und alles hier. Na komm. Oh, die eine hat schon mal gesessen. Gleich die nächste rein hier. Na komm. Feiges Stück. Na komm. Ich krieg dich. Ja, nur am Flüchten. Dreh doch mal um. Greif mich doch mal an. Na komm, gib auf. Minen abgeworfen? Kann das sein? So ein feiges Stück, ey. Er gibt aber auch nicht auf, ne? Gibt einfach nicht auf. Ja gut, der ist so nicht zu kriegen, das ist logisch. Ach komm schon. Irgendwann muss ihm aber auch mal der Nachbrenner ausgehen, genauso wie mir. Ernsthaft? Rakete? Na komm. Ich versuch's trotzdem. Schauen wir mal. Flüchten kann er ja gut, ne? Das ist ja nicht das Problem hier. Na komm. Eigentlich müsste ihm jetzt auch langsam der Nachbrenner ausgehen. Ich höre jetzt auf, weil ich kaum noch was habe. Oh, da kriege ich einen dicken Arm hier, ne? So wie er das macht hier. Ja, genau. Na komm. Vielleicht muss ich meine Raketen auch bis zu diesem Punkt aufheben. Das wäre vielleicht mal eine Taktik auf dem Schwierigkeitsgrad. Ja, machen wir auch so. Wenn ich es mir nochmal überlege, Colonel, mein Einsatzplan liegt in der Kaserne. Glaubst du selber nicht. Plock, plock. Nee, 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 nee. So machen wir das nicht.
probiere das gleich nochmal. Okay, dann wollen wir mal. Ich werde die Sache so schnell wie möglich hinter uns bringen. Ja. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl-Opa. Ah ja. Wer nicht fliegen kann, muss fühlen. Mit dem Alter nutzt sich das Talent ab, stimmt's? Jetzt beißt ins Gras. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl-Opa. Jetzt beißt ins Gras. Ich wundere mich wirklich, wie sie zu ihrem guten Ruf gekommen sind. Nicht ausstehen, wenn man es mir leicht macht. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl-Opa. Dann mach mal deinen Nachbrenner leer. Ich meine auch, aber ich habe dann noch Raketen. Dann bist du gleich erledigt. Wer nicht fliegen kann, muss fühlen. Ich hab so gut drauf, dass es schon langweilig wird. Einen Rollstuhl-Opa. Ja. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. Ich wundere mich wirklich, wie sie zu ihrem guten Ruf gekommen sind. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl-Opa. Wer nicht fliegen kann, muss fühlen. Ich weiß jetzt schon, wer sich zuerst verabschiedet. Ja, das werden wir gleich sehen. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl-Opa. Ja, verschwindet der Sound. Jetzt beißt er ins Gras. Mit dem Alter nutzt sich das Talent ab, stimmt's? Ich kann die jetzt gerade nicht mehr abwehren. Nur weiter Vollgas geben. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl-Opa. Jetzt beißt ins Gras. Das ist ja wirklich ein Kinderspiel. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl-Opa. Jetzt bist du erledigt. Na komm. Jetzt habe ich dich eigentlich. Ja, eingesteckt hat er ja schon ganz gut. Jetzt kriege ich dich aber. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl-Opa. Naja, das werden wir gleich sehen.
komm. Gibt's ja nicht. Er kann nur Feige abhauen und es in die Länge ziehen, ne? Das kann er. Ich wundere mich wirklich, wie Sie zu Ihrem guten Ruf gekommen sind. Es beißt ins Gras. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl-Oper. Beißt ins Gras. Mit dem Alter nutzt sich das Talent ab, stimmt's? Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl-Oper. Immer auf der Flucht hier. Der Vogel. Greift einfach nicht an. Wer nicht fliegen kann, muss fühlen. Mit dem Alter nutzt sich das Talent ab, stimmt's? Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl-Oper. Na komm schon. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl-Oper. Ja, ja. Wer nicht fliegen kann, muss fühlen. Muss ihn ein bisschen mehr am Stück erwischen. Ich weiß jetzt schon, wer sich zuerst verabschiedet. Und dann ist er nämlich schon erledigt. Komm schon. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl-Oper. Wer nicht fliegen kann, muss fühlen. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl-Oper. Komm noch, du feige Sau, ey. Wer nicht fliegen kann, muss fühlen. Colonel, sie fliegen, als hätte man ihnen die Flügel gestutzt. Jetzt beißt ins Gras. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl-Oper. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. Colonel, sie fliegen, als hätte man ihnen die Flügel gestutzt. Oh, das kann sich hier wohl noch ein bisschen hinziehen. Weil der Typ so ein feiges Huhn ist. Wenn ich es mir nochmal überlege, Colonel, ja. Mein Einsatzplan liegt in der Kaserne. Das ist mir ein bisschen zu doof hier. Müssen wir vielleicht anders machen. Noch einmal. Okay, dann wollen wir mal. Ich werde die Sache so schnell wie möglich hinter uns bringen. Er haut seine ganzen Schutzteile daraus, wie man hört. Dann trifft ihn die Rakete noch. Das ist genial. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl-Oper. Ja,
halt Genius. Ha, so geht's auch. Boom. Das ging jetzt schnell. Na gut. Bist du erledigt. Glückwunsch, jetzt haben wir einen neuen Superkampfpiloten. Aber gegen die Carruthy zu kämpfen ist trotzdem was ganz anderes. Volle Möhre drauf. Gutes Training für einen Arm mit dem Joystick. Alter Schwede, ey. Und dann beenden wir ja auch gleich diesen Part. Absolute Überlänge-Folge hier. Sag mir, ob es dieses Sonnensystem wert ist, dass wir es überfallen. Ich weiß es nicht. Seine Mineralressourcen sind bis aufs Letzte aufgebraucht. Aber es ist immer noch ein guter Lieferant für Sklaven, obwohl die Bevölkerung dieser Planeten noch nie besonders gefügig war. An Sklaven herrscht bei uns zurzeit kein Mangel. Überlassen wir den Terranern dieses Sonnensystem. Ist das euer Ernst, mein Prinz? Mir stellen sich die Barthaare auch bei dem Gedanken, dass ihr... Wie heißt nochmal das seltsame Wort, das die Terraner dafür haben? Kapitulation. Nein, das siehst du falsch. Ich habe vor, den Erdbewohnern einen Denkzettel zu verpassen. Sie können das Sonnensystem zwar ohne Kampf haben, aber vorher werden wir es für sie nutzlos machen. Hast du verstanden? Okay. Ihr trefft wie immer, mein Prinz, nur weise Entscheidungen. Ja, da kommt dann eine Mission, die nicht so einfach ist, aber mal schauen, ob wir die dann auch meistern. Und ja, machen wir doch hier erstmal einen Cut.